Guten Morgen, guten Morgen. Oh, wow. Scheiße, scheiße. Was ist denn schon an? Das ist jetzt. Ich wollte den eigentlich anmachen. Habe jetzt nur Benzin aufgedreht. Und er war an. Also Diesel, Heizöl. Keine Flamme musstest du machen. Nee. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich grüße euch. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben mit Donnerstag, ich bin voll verpeilt. Donnerstag ab 12. haben wir heute. Und kommt mal mit, ich zeige euch mal, wie toll der Ausblick ist hier. Wir haben wundergeil geschlafen. Da ist unsere Terrasse. Und das ist unser Ausblick. Da hinten fliegt ein Flugzeug schwebelos. Nicht schwebelos, leise. Guten Tag. Wer kommt denn da? Wie der Etty jetzt guckt. Bleiben wir hier fest? Oder bleiben die einfach so? Die bleiben einfach so. Ja, der Ausblick ist phänomenal. Und ich gehe jetzt mal runter mit dem Etty und mit euch. Etty, sollen wir runtergehen in den Garten? Etty? Komm, wir gehen in den Garten. Ich geh mal mit ihm runter. Ja. Haben den Heizlüfter laufen. Wir haben gestern noch einen Heizlüfter von den Vermieter bekommen hier. Voll toll. Und auch die beiden anderen Klimageräte, die heizen sehr gut. Etty, gehen wir runter? Er sagt okay. Er geht mal ein bisschen schnäuzen mit Papa. Er freut sich. Ja. Ja, der Camper passte leider nicht da drauf. Ich habe zweimal aufgesetzt, mir die beiden Unterlegscheiben abgerissen. Das war ein bisschen doof. Deswegen haben wir die jetzt hier vorm Haus geparkt. Er sagte, der Betreiber, Mieter, aber das wäre kein Problem. Ja, das sieht aber zu aus. Kann er schön jeden Morgen wetzen. Da laufen ein paar wilde Hunde. Ja, da kommt er auch nicht unterher. Das sieht gut aus. Schön, schön. Mit dem Tanzabfall rum. Das hätte ich gesagt, war ich den Zaun halt dicht. Hier ist schon nachgebessert worden. Ettigong, gefällt dir das hier in deiner neuen Hut? Ja, ich bin ganz begeistert. Er auch, glaube ich. Klein, aber fein. Hier sind noch so ein Zitrusbaum. Und da oben ruft eine Meermaid. Ja? Ha? Ja, da hinten ist dicht. Der Etty sagt, er könnte aber hier die Plattform nutzen. Mit Anlauf. Rüber schwingen. Hier sind auf jeden Fall Arbeiten, die gemacht wurden. Das ist nochmal unterkellert. Ja, da hinten ist auch dicht. Ah, da passt die Wurst nicht durch. Da legen wir ein paar Steine hin, vorsichtshalber. Hier. Da kommt der aber nicht durch. Nein. Trotzdem mal Steine hinlegen. Ja. Was heißt das? Ups, einer war weg. Ja, jetzt trinken wir ein Käffchen. Dann werde ich gleich zur Tankstelle fahren und Heizöl kaufen. Und dann hat die Mama, glaube ich, einen Markt entdeckt, wo wir heute ein bisschen Obst und Gemüse einkaufen wollen. Und ja, dann nehme ich euch natürlich auch mit. So, bitte? Ja, da war so ein Spalt, da wird ein bisschen was reingelegt. Guck mal, hier ist eine ganz alte Palme. Ja. Hier ist noch eine Garage und ein Keller drunter. Auf jeden Fall cool gemacht. Hier unten kann man dann sitzen, sich das schön machen.
könnte man. Und oben dann leben und flanieren. Ja, ich gehe mal hoch. Eddie, du findest den Weg, ne? Er ist excited. Muss die Tür offen lassen. Das Tor ist abgeschlossen noch, super. Ja. So sieht's aus. Es gibt erstmal Käffchen. Hier ist der Kanister vom Diesel. Und so geht's dann hier rum auf Terrasse. Ja. Schön, schön. Ja. Ich freue mich. Ist wirklich schön. Aber wie gesagt, ich gehe erstmal Käffchen. Und ich melde mich später wieder rein. So, wir haben uns jetzt mittlerweile echt gut eingelebt und ich habe gleich heute Abend, heute Nachmittag, wie auch immer, einen Termin. Wenn der gute Hausmeister Feierabend hat, holt er mich ab, hat er gerade geschrieben. Und dann wollen wir Holz holen, Brennholz für den Kamin, 2 Säcke und auch Heizöl, hoffe ich, dass er mit mir holen fährt. Und dann werden wir heute Abend schön den Kamin anschmeißen und das hier gemütlich machen. Ja, wir haben jetzt schon den Wohnwagen leer geräumt, haben den noch ein bisschen umgestellt, weil wir haben gesehen, dass der mit einem Reifen auf der auf dem Bürgersteig steht und er ist wieder fit, sagt er, der hat das Powernap gemacht eine halbe Stunde und sagt, jetzt ist er Free Eddy wieder. Eddy, wer ist da? Keiner. Ja, hiermit ist er echt happy, hier laufen zu können. Wir haben jetzt alles ausgeräumt aus dem Wohnwagen. Wie gesagt, hier ist ein bisschen Chaos. Und immer wieder, der Ausblick ist wirklich atemberaubend. Ne? Ja. Wirklich wunderschön. Ja, geduscht haben wir auch schon alle. Das Wasser ist wirklich heiß. Das war so eine kleine Sorge, die wir hatten, dass hier kein heißes Wasser ist. Aber den wurden wir im Besseren belehrt. Und ja, wir rödeln jetzt noch ein bisschen. Gleich wollen wir kurz einkaufen in den kleinen Markt unten. Ne? Dann wollen wir am Meer ein bisschen spazieren gehen, dann wollen wir mal gucken, wie das da so ist, die Lage, oder? Und dann, ja, nehme ich euch mit und zeige euch ein bisschen was. Und ja, so sieht's aus. Ihr Lieben, ich melde mich gleich wieder rein, wenn wir was Spannendes machen. Nur so ist jetzt der aktuelle Status, habe ich euch gesagt. Die Kinder fühlen sich ja auch wohl, die haben Platz im Spielen. Da ist schon ein Unterschied. Die Mama hat die draußen die Wäsche aufgehangen. Und ja, bis später mal. So, wir sind wieder zurück und ja, ich bin jetzt hier am Essen vorbereiten ein bisschen. Hier habe ich das Gyros vorbereitet, das ist jetzt hier am Braten. Hier habe ich Linsen aufgesetzt und dann gibt es noch Reis dazu. Dazu haben wir unseren veganen Feta-Käse noch, den wir hier geholt haben, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen aus der Türkei normalen. Draußen steht der große Bottich Krautsalat. Den kennt ihr bereits aus eurem unserem veganen Kochbuch. Da haben wir das ja schon öfter vorgestellt. Da brauche ich euch ja nichts Neues erzählen. Wir haben gerade einen Chai getrunken, gespült haben wir und jetzt, wie gesagt, mache ich gerade das Mittagessen. Und ja, die Mama deckt gleich den Tisch bestimmt. Und dann können wir gleich schmausen. So, ich muss mal einen Untersetzer holen. Ich stelle mal kurz da ab. Man hat so viel Platz, das ist voll schön. War eine gute Entscheidung von uns, dass wir das hier so gemacht haben. Jetzt brate ich mal das Gyros hier an. Nee. Das ist, glaube ich, auch im vegetarischen Kochbuch von uns. Wenn ihr die Kochbücher mal ein bisschen stöbern wollt, könnt ihr die finden unter www.herrbernd.com oder die-michaela.com. Da haben wir ein Inhaltsverzeichnis davon, haben wir da eingefügt. Das habe ich gemacht für euch. Dann könnt ihr da mal ein bisschen stöbern. Falls es euch interessiert, müsst ihr das Video nicht. Aber das wisst ihr selber. Ja, ja, der Eddy war auch ganz ausgiebig draußen. Der ist fix und foxy. Gleich kommt der nette Hausmeister hier und fährt mit mir Brennholz holen, da freue ich mich auch schon drauf. Dann können wir endlich wieder den Ofen anmachen, wo wir in Deutschland in unserer letzten Wohnung wo wir zuletzt gelebt haben in dem Haus. Da hatten wir auch einen Kamin, das war immer sehr schön. Und
Ja, da freue ich mich schon drauf, dass wir den Kamin heute Abend wieder anschmeißen können. So, ich muss mal ganz kurz hier, ich weiß nicht warum, der wird nicht warm, der ist nicht gut. Ein Herd funktioniert hier nicht, eine Platte. Machen wir wieder aus, dann machen wir den Mikroherd hier an. So, heiß, 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 und umstellen auf 2. Dann haben wir hier. Gut gemeint. Ja, irgendwie war der Topf zu klein. Aber gut, nichtsdestotrotz. Müssen noch ein bisschen. Schütten wir noch ein bisschen Wasser auf. Und dann müssen auch gleich quellen. Der Reis braucht ja auch noch ein bisschen. So. Wusste nicht, dass sie so stark aufquellen. Aber gut, man lernt ja immer was dazu. Ja, wie geht das? Das Gyros verschrotzel ich jetzt hier vor mich hin. Hier ist der Reis drin. Das sind die braunen Linsen, die es dazu gibt. Und ja, dazu gibt es einen roten Salat, das steht schon auf dem Tisch. Ja, und den lassen wir uns heute schmecken. Morgen gibt es dann so eine Krautpfanne, wollten wir machen. Mama wollte auch so einen Gemüseauflauf machen. Wir haben ein paar Sachen aufgeschrieben, aber das zeige ich euch dann die Tage. Heute bin ich dran mit Kochen, morgen die Mama. Und ja, die Livia schläft noch. Und wir werden uns das jetzt erstmal schmecken lassen, ihr Lieben. Und gleich nehme ich euch mit und zeige euch ein bisschen, wenn wir Holz holen, beziehungsweise auch Heizöl. Da zeige ich euch dann auch alles. Da will ich euch nichts vorenthalten. So, Feuerholz habe ich bekommen. Das war wie so ein kleiner witziger Baumarkt, aber total nett und lieb die Leute. Habe es 23 Euro bezahlt für 50 Kilo Brennholz und zweimal Anzünder. Habe ich dazu genommen noch und so ein kleines Anzünder Feuerholz. Und jetzt bin ich hier gerade auf dem Weg zur Tankstelle, um das um den nicht Diesel, sag mal schnell, um Heizöl zu kaufen. Damit wir den schönen Heizölofen befeuern können. Da passen 10 Liter rein. Der war jetzt leider leer. Heute Morgen hat er noch ein bisschen gebrannt, eine halbe Stunde, und dann war Emptiness. Und ja, jetzt fahre ich dem guten Mann hinterher. Bin gespannt, wo wir da rauskommen. 1,5 Kilometer stand gerade. Boah, Leute, hier ist das Meer direkt. Oh. Jetzt seid ihr mir fast runtergefallen. Und ich mit euch ins Meer. Das war ja was geworden. Ja. Unglaublich. Keine Leitplanken, nichts. Einfach so ins Meer. Wenn du pennst hier, takt's ab, bist du drin im Meer. Ja, ich fahre mal weiter. Und ich werde berichten. Was ist denn noch hier? Meine Güte, hier sind viele Läden. So ganz so wie vor 30, 35 Jahre, als ich noch kleines Kind war, so sieht das hier ein bisschen aus, aber Uri ist schön, da ist der Fleischer, oh, und hier ist die Tankstelle, okay, ihr Lieben, ich würde sagen, bis gleich mal. Der Papa ist wieder da. Ja, ich habe die Kamera vergessen. Wie so oft. Was hast du für uns mitgebracht? Diese. Also nein, das ist doch Heizöl. Ja, wie viele Liter sind da drin? Genau 10. Was hat das gekostet? 13 Euro. 13 Euro. Ja. Also günstiger als der Diesel hier. Ja, ja, das ist so ein spezieller Diesel. Und hier habe ich dann, da ist das Holz. Da habe ich 23 Euro für alles bezahlt. Zweimal Anzünder, die kostet 1 Euro. 9 Euro und 7,50 Euro und den Anzünder halt zum Anzünden. Zum Mixen, dann brennt am längsten. Das liegt auf Kartbahn. Ich bin gespannt, wie lange hier heizen können. Ja, ich auch. Aber ich weiß jetzt, wo alles ist. Ich war in der Apotheke noch, weil ich Nasenspray holen wollte. Aber ich mache jetzt lieber einen stillen Entzug. Weil 6,50 Euro für eine Packung oder 6 Euro. Eine in der Woche. Ja, eine am Tag. Ich trinke das wie ein Pinnchen. So, ich fülle mal die Heizung auf und dann melde ich mich gleich wieder rein. Was? Also was wir schon alles auf unserer Reise gelernt haben, oder? Dieselheizung oder Heizölheizung habe ich auch noch nicht gehabt. Nein. Ja,
Sachen auch nicht. Das sollte eigentlich voller werden, aber vielleicht gehen da auch 20 Liter rein. Das ist ja, das ist ein halb leer, da kann ich da 5 Liter so schon drin, dann wäre schon noch ein Viertel. Und das ist hier gleich irgendwo eine riesen Lasche. So, aber dann wäre es ja gestern schon ausgelaufen. Na, vielleicht kennt sich auch jemand aus. Achso, da ist ja auf und zu wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da steht ja auch 0, ein Viertel, ein halb, ein Drittel. Wird ja oben überlaufen, wenn dann. Ich finde ja gut, dass wir nicht einen Kanister kaufen mussten. Es riecht gut, ne? Kalle freut sich, riecht nach Kartbahn. Aber es ist, naja, minimal. Ich soll hier drauf klopfen? Ja, so ein bisschen. Also ich sehe, wie es da reinläuft. Wo? Man sieht das irgendwie, wie sich das bewegt. Die Flüssigkeit. Warum hörst du jetzt auf? Halt leuchte mal rein weiter bitte. Da rein? Okay. Ja, ist schon gut. Ja. So, der Abend ist da. Der Kamin, der brennt. Das Bierchen, das eine, was ich mir geholt habe, da ist schon leer. Ich hätte mir mehr mitnehmen sollen, aber vielleicht ist es doch ganz gut so. Der Etty ist auch schon müde und erschöpft vom Tag. Und wir lassen jetzt den Abend einklingen, genießen die Zeit vorm Kamin. Und gucken ein bisschen griechisches Fernsehen dabei. Das ist eine herrliche Atmosphäre und ich möchte mich an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Schön, dass ihr mitgekommen seid. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen ist Freitag, Wochenende, hoch die Hände. Es geht los, dann nehme ich euch wieder mit und ich würde mich freuen, euch begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Gleich viel Spaß bei der Michaela. Und ansonsten gab es heute eigentlich nichts, was ich erzählen könnte. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Bis morgen früh in alter Frische. Macht's gut. Tschüss.